Absolut, würde ich mir wünschen. Ich wurde noch nie angesprochen, ich bin 33, noch nie hat eine Frau zu mir irgendwie ein Kompliment gemacht. Und also die kam nicht auf mich zu direkt und hat, ich hab sie auch angesprochen. Genau, aber ich hatte es noch nie erlebt, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, hey, du gefällst mir aber oder sowas. Das machen Frauen in der Regel nicht. Also mir ist mal jemand mit dem E-Scooter hinterhergefahren und da habe ich total Angst gehabt. Wollen Frauen angesprochen werden? Teil 2. Hi, ich stehe hier neben. Nina. Und ich will wissen, wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden? Ja, gerne. Wie sollte man es machen und wie sollte man es nicht machen? Weil viele sind ja zu schüchtern und machen es gar nicht, deswegen. Vielleicht höflich auf jeden Fall und nicht direkt zu viel verlangen. Also nicht direkt irgendwie fragen, hast du noch Zeit, wollen wir jetzt was machen? Weil dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen überrumpelt. Ja. Sondern eher so ein bisschen so, hey, du bist mir aufgefallen, weil wir vielleicht mal Insta tauschen oder so. Für mich ist das nicht schlimm, manchen Frauen stört das, für mich ist das nicht schlimm. Mhm. Es kommt auch drauf an, wie. Dieses Ekelhafte und die ganze Zeit kilometerweise hinterherrennen. Das ist scheiße, das, ja. Ja. Das jetzt. Es sind Leute mit dem E-Scooter verfolgt worden, hat mir gerade einer erzählt. Da ist einer mit dem E-Scooter hier die ganze Zeit hinterhergefahren. Ja. Und dann hat er gesagt, er hat den richtigen Zeitpunkt verpasst. Ich bin nicht zu haben. Und so einen Mann suche ich auch. Okay. Ja. Also ein Mann mit starkem Charakter auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also sein Charakter muss wirklich hier oben sein, sonst. Ja, sonst keine Chance. Keine Chance. Was wäre denn so dein Tipp für die Allgemeinheit? Was kann man denn machen? Was kommt denn gut an? Bei anderen Frauen, nicht bei dir. Du bist ja sehr, sehr wählerisch und alles, aber bei so normalen Frauen. Wenn ich halt Interesse habe, dann lächle ich. Dann lächelst du. Kommt das auch mal vor? Hast du schon mal einen krassen Korb verteilt? Ja, ne? Bestimmt. Ja. Was war so der schlimmste Korb, den du... Ich bin jetzt nicht unfreundlich, bin auch generell so, Leute, die mich kennen, wissen das. Ja. Eine sehr lustige Person. Ja. Aber wenn mich jemand aufregt, dann sage ich auch... Okay. Verpiss dich und so und dann werde ich einfach wirklich wie ein Mann. Ja, um Gottes Willen. Aber wenn einer vernünftig, sag ich mal, dir ein Kompliment macht und du hast zwar kein Interesse, ich meine, was soll passieren? Nee, dann sage ich immer Dankeschön. Dankeschön, aber ich merke das direkt, der will mehr und so und dann mache ich direkt Ja, im richtigen Kontext finde ich das eigentlich schon ganz nett. Also ich freue mich eigentlich auch immer darüber, wenn das trotzdem respektvoll ist. Mhm. Was wäre der richtige Kontext? Ich glaube, es muss einfach situationsangepasst sein. Mhm. Und vielleicht, dass die Person, die man ansprechen möchte, in dem Moment einfach gerade nicht so busy wirkt und vielleicht auch zugänglich dafür, dass man einfach so ein bisschen Feingefühl vielleicht hat und dann einfach was Nettes sagt. Wie sollte man es denn richtig machen? Viele Männer sind zu schüchtern, sprechen überhaupt keine Frauen an. Deswegen wollen wir jetzt mal so eine Message raussenden. Macht's aber vernünftig. Was wäre vernünftig und was kommt gut an? Also vernünftig wäre vielleicht, wenn man nicht so direkt anpackt irgendwie, weil manche packen also direkt so den Arm und man will so weitergehen und dann merkt man da das so ein Desinteresse. Vielleicht, wenn man einfach nett Hallo sagt, ob man einen kurzen Moment Zeit hat oder so, dann kann man ja merken, ob man Interesse hat oder nicht und wenn nicht, dann kann man einfach die Frau weitergehen lassen. Ihr werdet schon mal erlebt, dass man direkt angetatscht wird? Ja, vor allem hier. Aber auch welcher Kontext? Draußen oder eher so discomäßig? Nee, hier auch, so auf der Straße. Das ist scheiße. Ja. Okay. Also natürlich so anrufen oder hinterherrufen, das ist, würde ich sagen, ja klar, dass das jetzt nicht so toll ist. Yeah. Aber nett ansprechen, fragen, ob man mal Lust hat, einen Kaffee trinken zu gehen. Ja. Es ist krass, viele Frauen erzählen mir wirklich, die werden wirklich hier aus dem Auto heraus so guck mal her. Das funktioniert doch nicht. Ist doch komplett behindert. Okay, die No-Gos haben wir schon. Das eine, was wäre denn noch so ein No-Go? Wo geht ihr direkt weiter, wenn einer kommt? Gibt es irgendwas, was so gar nicht geht? Also außer direkt anpacken. Ja, wenn man irgendwas Respektloses dann hinterhergerufen wird, wenn man kein Interesse hat, ist ja auch so irgendwie, dass man direkt beleidigt wird oder so. Oder? Hast du auch schon mal sowas Negatives erlebt? Also jetzt auch mit der Frage, was so No-Gos sind. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da gehe ich direkt weiter? Ja, ich fand es schon manchmal creepy. Also mich hat schon mal jemand so verfolgt, also die ganze Zeit neben mir gegangen. Oh, ich hatte Kopfhörer auf und dann habe ich das nicht so ganz gerafft, dass er mich ansprechen wollte. Ja. Dann hat er halt nach mir gegriffen und die Kopfhörer so abgenommen. Das fand ich schon nach dir gegriffen? Ja, das fand ich so ein bisschen übergriffig. Definition von Übergriff, ja, genau. Ja, und das fand ich dann so ein bisschen creepy und da war ich natürlich direkt so, Da weiß man ja auch nicht, wie man als Frau dann reagieren soll. Ja. Keine Ahnung. Ja, hat mich natürlich auch erschreckt, ne? Ja. Geht es wirklich darum, was man sagt oder was ist wichtig? Wie kann man starten? Was soll man machen, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht so super wichtig, was man sagt. Ja. Vielleicht sollte man manchmal auch einfach ehrlich sein, aber das muss dann auch wirklich ehrlich rüberkommen. Ja. Also nicht ehrlich sein im Sinne von, ich sag jetzt hier jeder Zweiten, hey, du bist mir aufgefallen und so. Also vielleicht wirklich ehrlich sein und man kann ja auch einfach Smalltalk machen. Ja. Vielleicht auch irgendwie, hey, ist voll warm, weißt du, wo hier der nächste Starbucks ist oder so? Keine Ahnung.
Okay. Und wenn man nervös ist, man kann es ja auch sagen. Man kann ja auch sagen, ey, ich bin voll aufgeregt, aber ich musste die einfach mal ansprechen. Ist ja, ja auch nicht verkehrt. Ich meine, ja, da steht man ja auch zu sich irgendwo. Das stimmt, finde ich auch gut. Ja. Alles besser, als immer nur creepy angucken und dann nichts sagen, ja, oder irgendwie, genau, verfolgen. Das ist ja noch viel schlimmer. Die Leute, die nur gucken oder hinterherlaufen, das ist ja einfach kompletter, ja, Mist. Führt, ja, auch zu nichts. Wenn du auch lernen willst, wie du ganz entspannt Frauen kennenlernen kannst, dann haben wir was für dich. Geh mal gerne auf die Website authentisch-männlich.de und trag dich da gerne für ein Beratungsgespräch mit uns ein. Wollen Frauen heutzutage noch angesprochen werden? Kommt auf die Situation, ja, an. Ich glaube, das ist die meist beantwortete richtige Frage. Ja. Kommt auf die Situation an. Okay. Ja. Aber wie erkennt dann ein Mann, wann die Situation, ja, ist? Ja, das ist die Folgefrage. Das, wunderbar. Ist, die Folgefrage. Ja. Ich denke, Blickkontakt. Ein nettes, sympathisches Lächeln hilft auch immer. Ja, auf, ja, jeden Fall. Genau. Und ich mag es nicht, wenn es so subtil ist. Also man soll schon wissen, worauf man sich einlässt. Und dann kann man schnell entscheiden, ja gut, gefällt mir, ich gehe in die Situation rein, oder, ja, nein, hey, ich habe einen Freund, oder, genau, ist halt einfach nicht gerade, bin gerade nicht in der Laune. Okay, was wäre denn so eher unangenehm, oder ich sag mal so, was sind so No-Gos, so sagt ihr, das wäre so eher was, was ihr euch nicht wünschen würdet? Zu schneller Körperkontakt. Oh ja. Körperkontakt, ja, der... Oder, ja, zu, genau, aufdringlich. Genau, und auch nein nicht akzeptieren. Genau. Also wenn man sagt, hey, danke, dass, ja, du mich, ja, angesprochen hast, aber passt gerade nicht. Also wie kann man denn ein Gespräch eröffnen, jetzt zum Beispiel hier auf der Straße? Wenn ich jetzt dich oder dich sehe und ich finde euch oder einen von euch gut, was kann ich dann machen? Was kann ich sagen? Was kommt gut an? Also ich meine... Nix, einfach lachen. Also vor allem, wenn man... Es geht schon auf das Äußerliche. Da sind wir uns ja alle einig. Denn man, ja, sieht zum ersten Mal immer das, was vor Augen ist. Ja. Und ich finde es schon okay, wenn man dann, hey... voll das schöne Lächeln oder schöne Augen, einfach wirklich, einfach auch direkt sein, auch wenn es vielleicht schwer ist. Ich würde einfach sagen, hey, trainier's doch mal mit einem guten Freund. Mhm. So, oder? Ich bin kein Mann. Also ja, ich wäre voll dankbar, wenn jemand sagen würde, hey, schöne Augen. Okay, okay. Einfach mit einem Kompliment rein. Ein Kompliment. Ja, und dann einfach gucken, ob eine Chemie da ist, ja, oder nicht. Und dann kann man ja immer noch dann gucken, ob man auch sich... direkt klar, ob die Frau vergeben, ja, ist oder nicht. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, wenn man auch ein paar Mal hingeflogen ist, tut es vielleicht weh, aber irgendwann wird es halt klappen. Ja. Ja. Ja, für Männer ist das immer so ein Selbstwertgefühl-Ding. Wenn die halt ein paar Mal abgelehnt worden oder sie auch zwei, dreimal Nein kriegen, dann denken die, ja, ich bin ja als Mann nichts wert oder so. Und dann ist es halt sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ein Mann darf auch ruhig mal Komplimente von einer Frau annehmen. Also ich glaube, schüchterne Männer haben ja auch vielleicht irgendwie sind befangen, wenn Frauen halt, ja, einen ansprechen. Deswegen, ja, andersherum kann man es dann auch drin. Absolut, würde ich mir wünschen. Ich wurde noch nie angesprochen, ich bin 33, noch nie hat eine Frau zu mir irgendwie ein Kompliment gemacht. Und also die kam nicht auf mich zu direkt, ja, und hat, ich hab sie auch angesprochen. Genau, aber ich hätte es noch nie erlebt, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, hey, du gefällst mir aber oder sowas. Aber auch nicht machen. Das machen Frauen in der Regel nicht, deswegen, ja, ist eher schon... eher subtiler, das ist ja halt meistens, ja, so über Blickkontakt oder mal anlächeln oder so, und dann ist das ja so der Impuls, jetzt komm auf mich zu, meistens. Gibt, ja, natürlich Ausnahmen, also wie gesagt, ich würde es super finden. Also, na, an alle Frauen, ey, ich spreche die Männer an, immer.